Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder, euer Cyberphilosoph. Nach langer Pause bin ich mit einem neuen Video zurück. Diesmal ein neuer Ansatz, ein Experiment. Ich möchte auch mal ein Reaction-Video machen. Also ich reagiere auf einen anderen YouTuber oder Influencer. Ich selbst sehe mich ja nicht als Influencer. Hintergrund ist dieses Mal das Thema Religion, wie es ja auch in meinen letzten Videos schon der Fall war. Ich habe einige Videos über die Zeugen Jehovas aufgenommen. Es liegt auch einfach daran, dass ich in meinem Berufsleben mich viel mit Religion und Religionskritik auseinandersetze und auch in meinem persönlichen Umfeld das Thema doch eine deutliche Relevanz hat, viel mehr als ich das noch erwartet hatte zu meinen Studienzeiten. Ja, ihr wisst vielleicht, ich habe Philosophie studiert und seitdem ich an der Schule bin und so im ländlichen Bereich, sage ich mal, mich eher aufhalte, da merke ich, dass das doch ein Riesenthema ist. Und während meiner Recherchen bin ich hier auf jemanden gestoßen, Marcel Krass, der zum Thema Homosexualität im Islam hier was sagt. Und der Mann scheint sehr beliebt zu sein, kriegt auch sehr wohlwollende Kommentare. Und naja, wenn ich mir das ansehe, habe ich doch einiges dran zu kommentieren, dazu zu kommentieren. Und würde das gerne mal tun, einfach um euch ein bisschen zu zeigen, dass es sehr wichtig ist, sich unterschiedliche Positionen immer anzusehen. Also wenn du dir ein YouTube-Video von jemandem ansiehst, egal von wem, auch mir passiert es so, dann bin ich recht, ich kann recht schnell von einer Position überzeugt sein, bis ich dann den nächsten Autoren lese oder mir das Video anschaue. Genau, ich habe jetzt von Lesen gesprochen, das trifft natürlich auch auf Bücher zu. Du kannst irgendein Buch lesen, total überzeugend und du bist begeistert davon. Dann liest du das nächste Buch, das sich damit auseinandersetzt und unter Umständen findest du dann das wieder toll und das letzte total schlecht. Deswegen ist es wichtig, ständig sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und auch ganz gezielt Gegenpositionen zu suchen, um die eigene Position zu überprüfen. Vorab will ich betonen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass es hier nicht um den Islam geht oder das Thema ist nicht Islamkritik oder so. Das ist jetzt völliger Zufall, dass Marcel Krass eben Muslim ist, obwohl ich natürlich gezielt gesucht habe nach Homosexualität im Islam, weil das nun mal auch Thema dann im Unterricht war. Aber das ist nicht der Punkt. Mir geht es hier um die Art, wie argumentiert wird. Es gibt ganz ähnliche oder fast identische Argumentationsweisen auch im Christentum und sicher auch in anderen oder in christlichen Strömungen, muss man ja sagen. Also mit Verallgemeinerung können wir hier schon gar nichts anfangen. Es geht mir jetzt ganz konkret um diesen Mann, wie er argumentiert. Die Religion im Hintergrund interessiert mich in dem Fall wenig. Auch wer Marcel Krass ist. Ihr könnt selbst danach googeln, recherchieren. Darüber möchte ich nicht urteilen, beziehungsweise das wäre ein ganz neues Fass. Das gehört hier nicht her. Wenn es euch interessiert, googelt selbst. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Video von ihm an, also auszugsweise natürlich. Und wo es was zu sagen gibt, sage ich was dazu. Ich mache das jetzt zum ersten Mal, also mal gespannt, ob das was wird. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich natürlich auf Reaktionen und auf vielleicht noch wieder ein paar Abonnenten mehr. Und wenn ich gute Reaktionen kriege, dann werde ich mich vielleicht auch dazu verleiten lassen oder hinreißen lassen, mal wieder ein Video aufzunehmen. Gut, wir schauen einfach mal rein. Wir leben als Muslime im 21. Jahrhundert in Deutschland. Und das bedeutet, dass wir manchmal mit Fragen konfrontiert werden, die vielleicht vor 700 Jahren niemand gestellt hätte. Eine davon ist, darf ein Muslim homosexuell sein? Das wird heutzutage manchmal gefragt. Vor 700 Jahren vielleicht niemand, aber heutzutage kommt die Frage auf. Und manchmal überlegt man, wie man darauf antworten kann. Gut, wir sind jetzt am Anfang des Videos. Ich schaue mir erstmal an, wie das Ganze aufgemacht ist. Es wirkt sehr professionell. Gutes Licht, super Kamera, professionelles Mikrofon. Und auch der Herr Marcel Krass wirkt auch in seinem äußeren Erscheinungsbild unauffällig, man würde sagen, so dem westlichen Kleidungsstil vielleicht angepasst.
und macht erstmal einen seriös professionellen Eindruck auf mich. Darf ein Muslim homosexuell sein? Ja, um die Frage geht es jetzt, darf ein Muslim homosexuell sein? Und das schauen wir uns jetzt mal an, was er dazu sagt. Das führt uns zu der Frage, was bedeutet das überhaupt, homosexuell sein? Das klingt so banal, aber das ist es nicht, denn ich glaube, der Begriff wird manchmal sehr missverständlich verwendet. Gut, ich kann auch ein bisschen zusammenfassen. Wir müssen uns nicht das gesamte Video ansehen. Er beginnt mit einer Definition von Homosexualität und es läuft daraus also darauf hinaus, dass wir zwischen homosexueller Neigung unterscheiden und der homosexuellen Praxis. Und es ist so, dass er sagen wird, es spielt für deine Neigung kannst du im Prinzip nichts. Nur die Praxis sei problematisch. Also im Grunde hat der Islam überhaupt nichts gegen Homosexualität, solange sie nicht praktisch ausgeführt wird. Und da schauen wir uns jetzt gleich mal so das erste Argument auch an. Ist zunächst einmal nur eine Neigung. Es ist ein Wunsch. Man möchte etwas gerne tun. Man fühlt sich dazu hingezogen. Das ist beispielsweise wie ein Freund von mir, der ist vor, ich weiß nicht, 10 oder 12 Jahren zum Islam konvertiert. Und der schwärmt heute noch von den Zeiten, wo er sich früher mit seinen Kumpels getroffen hat, am Wochenende. Und die saßen dann zusammen und haben sich irgendwelche edlen Getränke gegönnt. Whisky, Wodka, sowas. Halt nicht einfach nur Bier. Und er vermisst diese Zeit. Er sagte, wow, das war so schön. Wir saßen zusammen und haben was getrunken. Und der vermisst das. Der hat diesen Wunsch im Herzen. Der hat eine Neigung. Aber das bedeutet nicht, dass man etwas tut. Gut. Hier kommt er jetzt mit dem ersten Argument, mit dem Vergleich mit einem Freund von ihm, der vor einigen Jahren, vor 12 Jahren zum Islam konvertiert ist und eben jetzt entgegen seiner Gewohnheit von früher, seiner Freude, eben kein Alkohol mehr trinken darf. Und früher war es ihm ein wichtiges Anliegen eben, oder es hat ihm sehr großen Spaß gemacht, Whiskys, Wodkas und so weiter, also edle alkoholische Getränke zu verkosten, mit Freunden und gesellig beisammen zu sein. Und er wird jetzt noch ein weiteres Beispiel bringen von einem anderen Freund, der für sein Leben gern, ich glaube, Spare Ribs gegessen hat, also vom Schwein, und das nun eben auch nicht kann und er darauf ja auch freiwillig nun verzichtet. Und das wird jetzt verglichen, also die homosexuelle Praxis beziehungsweise überhaupt Sexualpraxis oder Sexualität mit der Neigung, Schweinefleisch zu essen oder eben Alkohol zu trinken. Hier liegt schon mal aus meiner Sicht ein sehr grober Fehler vor, denn bei Sexualität würden wir sagen, handelt es sich um ein menschliches Grundbedürfnis nach Nähe und Intimität. Das ist uns Menschen extrem wichtig. Wenn wir keinen Sexualpartner haben, mit dem wir das ausleben können, dann greifen die meisten zur Masturbation, um eben das abzuführen, um dann auch wieder ausgeglichen zu sein. Und er sagt später nochmal was allgemein zur Sexualität. Auch das ist meines Wissens, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch ist, in Islam oder in seiner Strömung jedenfalls und auch in einigen christlichen Strömungen und anderen Religionen wahrscheinlich auch, ist auch Masturbation verboten. Also alles außerhalb der Ehe, darauf wird die Argumentation gleich hinauslaufen, dass im Islam alles an Sexualität verboten ist, es sei denn, du bist verheiratet. Und mit alles verboten, wie Marcel Krass das ja auch so betont, er sagt alles, ich kann es gleich nochmal reinschneiden, alles sei verboten. Außer du bist verheiratet. Und unter alles verstehe ich eben auch Masturbation. Das wird hier nicht ausdrücklich thematisiert, aber es zeigt schon, dass es eine recht strenge Regel ist, von der wir auch wissen, dass sie vermutlich schwer oder nicht einzuhalten ist. Das heißt, offiziell mag das eine wichtige Regel sein, aber natürlich heimlich geschehen dann möglicherweise ganz andere Sachen. Das kennen wir auch aus der Geschichte des Christentums in den Klöstern. Wir kennen es von Priestern, von katholischen Priestern, dass man sich nur in sehr seltenen Fällen wirklich an den Zölibat gehalten hat und eben vollständig auf Sexualität außerhalb der Ehe verzichtet hat. Ja, das liegt einfach daran, dass dieser Sexualtrieb und dieses Grundbedürfnis so stark ist, dass es hochproblematisch ist, das so stringent zu unterdrücken durch irgendeine strenge, selbst auferlegte Regel.
Und das nun zu vergleichen mit der Neigung, Alkohol zu trinken oder was Gutes zu essen, Schweinefleisch zu essen, ist einfach nicht in Ordnung. Wir würden begrifflich unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen wie der Sexualität, für die es auch keinen Ersatz gibt, und ja, Neigungen bzw. Begehren, würde man sagen, die sich auf Dinge richten, die nicht für uns lebensnotwendig sind bzw. fundamental wichtig sind, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich bin natürlich auch ohne Sexualität lebensfähig, aber es wird den allermeisten Menschen fundamental was fehlen, auch wenn sie noch nicht mal masturbieren dürfen. Und natürlich gibt es für dieses gesellige Beisammensein und Alkohol zu trinken, gibt es Ersatzmöglichkeiten. Ja? Du kannst dich mit anderen kulinarischen Sachen auseinandersetzen und kannst diese geselligen Runden haben. Du kannst anstatt Spare Ribs vom Schwein eben anderes essen, was dir auch gut schmeckt. Also es geht ja hier um das Geschmackserlebnis, um das gesellige Beisammensein und das. Dafür gibt es auch einen Ersatz. Für Sexualität gibt es aber keinen Ersatz. Und deswegen ist dieser Vergleich schon fundamental schräg, würde man sagen, oder eigentlich überhaupt nicht gültig. Und ich würde sagen, dass hier was verharmlost wird und runtergespielt wird. Also von jemandem, der offensichtlich auch selbst nicht betroffen ist, der Entscheidung, sein Leben lang nun auf Sexualität zu verzichten, gleichzusetzen mit zu verzichten auf kulinarische Genüsse, das lässt sich einfach nicht gleichsetzen. Das ist für mich, da wird eigentlich das Problem nicht ernst genommen, unterm Strich. Gut, wir schauen mal weiter. Im Islam ist jegliches Ausleben der Sexualität untersagt. Egal ob homosexuell, heterosexuell, das kann auch mit anderen Tieren sein, Pferd oder Hund, spielt alles keine Rolle. Alles ist untersagt, alles. Homo, hetero, Tieren, alles. Mit einer einzigen Ausnahme. Innerhalb einer Ehe. Nur dort ist das Ausleben der Sexualität erlaubt. Außerhalb davon ist alles nicht erlaubt. Gut, also wir haben es jetzt nochmal gehört. Mit Ausnahme innerhalb der Ehe ist jegliche Sexualität untersagt. Und jetzt läuft die Argumentation weiter daraus hinaus, was Ehe eigentlich ist. Was ist nun eine Ehe? Nun, eine Ehe ist die Verbindung von Mann und Frau. Mann und Frau kommen zusammen und gründen eine Familie. Das ist eine Ehe. Und das nicht nur im Islam. Ich glaube sogar, das war mal die ursprüngliche Idee, auch hier im Gesetz, wenn das Wort Ehe verwendet wird. Ja, er spielt hier natürlich darauf an, dass hier im Gesetz mittlerweile auch Homo-Ehe gleichberechtigt als Ehe gilt, seit einigen Jahren. Interessant ist, was bedeutet Ehe eigentlich? Und jetzt bringt er seine Definition von Ehe, die Verbindung zwischen Mann und Frau. Und wir wissen ja, dass es in Deutschland eben das nicht mehr die Definition von Ehe ist. Und argumentativ ist das ganz interessant, weil er jetzt sagt, ich glaube, das war ursprünglich auch mal hier in Deutschland so. Und mit diesem ursprünglich wird im Grunde suggeriert, dass das Ursprüngliche das Eigentliche ist. So wie es eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich argumentativ ein Fehlschluss, weil es sehr vieles, weil wir heute sehr froh sind, dass wir vieles, was ursprünglich einmal so war, heute nicht mehr so ist. Das kannst du auf die gesamte menschliche Zivilisation beziehen. Wir sind heute alle froh, dass wir nicht mehr so leben wie ursprünglich und unsere so harten Kämpfe mit der Natur kämpfen und mit Krankheiten kämpfen müssen, wie das ursprünglich vielleicht mal der Fall war. Also jegliche zivilisatorische Errungenschaften setzen sich ja gerade damit auseinander, wie es, dass wir mit dem Ursprung, in den wir hineingeboren sind, in dem wir uns finden, in dem wir in die Welt geworfen werden gewissermaßen, dass wir da was problematisch sehen und es positiv verändern wollen. Und also der Ursprung an sich sagt erstmal noch gar nichts aus. Das zeichnet uns ja gerade als Menschen aus, dass wir uns mit unserer Vernunft damit auseinandersetzen und es bewerten und wenn notwendig auch es
es korrigieren, ändern in ständiger Debatte. Also dieser Bezug auf den Ursprung ist ungültig, ist argumentativ ungültig. Und die Definition der Ehe ist einfach jetzt völlig willkürlich. Es ist seine Definition. Das kann man natürlich machen. Man sollte sie aber auch gut begründen können. Und zur Begründung, warum die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau sein sollte, kommt er jetzt auch. Und wir stellen uns dann natürlich auch die Frage, wie in Deutschland die Verbindung zwischen zwei Menschen, also die eheliche Verbindung, gerechtfertigt wird oder definiert wird. Hier in Deutschland ist es so, dass wenn man verheiratet ist, dass man weniger Steuern zahlen muss. Die Menschen, die nicht verheiratet sind, zahlen mehr Steuern, die verheiratet sind, zahlen weniger Steuern. Was am Ende bedeutet, diejenigen, die nicht verheiratet sind, sponsoren quasi die Ehen, denn sie tragen eine viel größere finanzielle Last. Die Menschen, die nicht verheiratet sind, sponsoren, finanzieren eine Ehe. Also inwiefern jetzt Eheleute finanziell bevorzugt sind vor anderen, dazu braucht man keinen Philosophen dafür. Das könnt ihr euch selbst ergoogeln. Ich bin da jetzt auch nicht firm, ich kann nicht auswendig sagen, wie genau die Steuergesetze sind. Es gibt sicher Vorteile, die aber in den letzten Jahren auch immer weniger wurden. Und es gibt natürlich besondere Boni noch, wenn du Kinder hast, für jedes Kind zahlst du nochmal ein bisschen weniger Steuern und so weiter. Also diese Fakten über die Ehen könnt ihr euch selbst zusammen recherchieren. Und tatsächlich scheint es wohl zu sein, dass staatlich gesehen die Ehe eine erwünschte Gemeinschaft ist. Und man muss natürlich jetzt fragen, warum das so ist. Und das tut er ja auch jetzt im Folgenden. Aber warum? Warum sollte eine Gesellschaft eine Ehe fördern? Sponsoren? Wofür? Was ist die Idee dahinter? Nun, eine Ehe, das sind zwei Menschen, die sich lieben. Und Liebe ist tatsächlich etwas Tolles, ich will das gar nicht bestreiten. Aber ist das der Grund, warum die Gesellschaft das finanziell fördert? Einfach nur, weil zwei Menschen sich lieben? Natürlich nicht. Denn das tun Menschen ja auch in allen möglichen anderen Kombinationen. Liebe gibt es auch zwischen Geschwistern, zu den Eltern, zu anderen Verwandten. Gut, das ist geschenkt, da können wir ihm jetzt auch recht geben. Er nennt noch ein paar andere Ausschlusskriterien, was alles nicht der Grund sein kann, warum eine Ehe gefördert wird. Und wir können jetzt ein bisschen vorspulen. Die Idee ist tatsächlich die Gründung einer Familie. Das ist der Grund, warum die ganze Gesellschaft das fördert. Okay, die Gründung einer Familie ist der Grund, warum die ganze Gesellschaft das fördern würde. Jetzt müssen wir noch wissen, was er unter Familie versteht. Und das macht auch Sinn. Wir Menschen, wir können einer Realität nicht entkommen. Wir werden älter. Und irgendwann, wenn wir 60, 70 oder 80 Jahre alt sind, können wir nicht mehr das leisten, was wir jetzt leisten. Wir hinterlassen Lücken in dieser Gesellschaft. Und diese Lücken werden von der nächsten Generation wieder aufgefüllt. Okay, geschenkt. Er geht hier also darauf, er möchte darauf hinaus, dass es zum Erhalt einer Gesellschaft und gesellschaftlicher Strukturen, unserem Rentensystem und so weiter, notwendig ist, natürlich, dass Nachkommen hervorgebracht werden. Und das ist für ihn der Sinn einer Familie. Also der Sinn einer Familie ist der Erhalt der Gesellschaft in Form von der Zeugung von Kindern. Und konsequenterweise, also wenn wir das als wesentlichen Sinn der Ehe erachten, was ja auch viele Menschen tun, dann würde doch das in der Konsequenz bedeuten, dass der Staat, auch wenn er schon die Ehe unterstützt und immerhin geht ihm ja dann Geld durch die Lappen, durch die steuerlichen Ermäßigungen, dann müsste man doch regelmäßig anklopfen bei den Ehepaaren und fragen, wo denn die Kinder bleiben. Oder zumindest müsste man vor der Heirat sie einen Vertrag unterschreiben lassen, in dem sie sich dazu verpflichten, sich um Nachkommenschaft zu bemühen. Das tun wir aber nicht, und zwar mit gutem Grund, weil es auch als Grundrecht gilt, selbst zu entscheiden, ob man Kinder möchte oder nicht. Und es gibt etliche Paare, die heiraten einfach und
haben einfach keinen Kinderwunsch. Sie wollen nie Kinder haben. Es gibt Paare, die sie heiraten in einem Alter, in dem sie gar keine Kinder mehr kriegen können. Und es gibt Paare, die aus verschiedenen Indikationen heraus eben keine Kinder kriegen können, auch wenn sie jünger sind. Und das wird alles mit Recht nicht kontrolliert vor Eheschließung. Also scheint das nicht der eigentliche, jedenfalls in staatlicher Definition, in staatlicher Auffassung, nicht der eigentliche Kern einer Familie, einer familiären Verbindung, einer Ehe zu sein. Jetzt kann man natürlich sagen, Familie beinhaltet immer Kinder, sonst wäre es keine Familie. Das ist eben eine andere Auffassung von Familie. Ich denke, dass einfach ein Ehepaar, ein kinderloses Ehepaar, sich selbst natürlich auch als Familie bezeichnen würde. Wir schauen mal weiter. Ich glaube, da kommt noch was, was zu kommentieren ist, bevor wir dann darauf kommen, was in einem Rechtsstaat oder was auch die Begründung war, warum letztlich die Homo-Ehe als gleichgestellte Ehe durchgegangen ist. Es gibt keine Alternative zu einer menschlichen Gesellschaft, in der Mann und Frau zusammenkommen und Familien gründen. Es geht nicht anders. Es ist das, was diese Gesellschaft trägt. Okay, wenn der Erhalt einer Gesellschaft wichtig ist, stimmt das natürlich. Wir brauchen Mann und Frau, um Nachkommen zu zeugen. Aber erstens brauchen wir dafür auch keine Ehe. Das heißt, es ist überhaupt nicht plausibel, warum Sexualität ausschließlich innerhalb einer Ehe stattfinden sollte. Und wenn die Menschen von sich aus das nicht wollen, dann ist auch der Erhalt einer Gesellschaft nicht wichtig. Wenn es dann vielleicht einem großen Teil der Gesellschaft wichtig ist, dass das Rentensystem funktioniert, dass die Gesellschaft nicht ausstirbt im radikalen Sinne oder sonst was, dann müssten sie ja alle anderen dazu zwingen, gefälligst nun Nachkommen hervorzubringen. Und wenn du dich dann weigerst, dann ist das ein sehr starker Eingriff in deine Selbstbestimmungsrechte. Und das tun wir ja auch nicht. Wir zwingen ja wirklich auch die Muslime wahrscheinlich nicht, oder für die er ja spricht, da wird ja niemand gezwungen wahrscheinlich, Kinder hervorzubringen in der Ehe. Und wenn das so wichtig ist, würde es mich natürlich mal interessieren, wie die Reaktionen sind, wenn ein Paar heiratet, ein heterosexuelles Paar, und die Kinder bleiben aus. Wenn diese Vermehrung zum Erhalt der Gesellschaft so eine große Rolle spielt für ihn, und das wird in dem Video ja nicht gesagt, wie geht man dann damit um, wenn eben keine Nachkommen, und zwar weil die Menschen sich dafür entscheiden, wobei das wahrscheinlich auch sündig wäre, ohne dass ich jetzt da im Thema wäre. Also erstens mal kann es eine medizinische Indikation, vorliegen. Da bin ich sicher, dass es unproblematisch wäre. Also ich unterstelle jetzt mal Marcel Krass nicht, dass solche Menschen dann nicht heiraten dürften, weil sie im Grunde als Menschen doch zum unter den normalen Menschen zu subsumieren werden, die eben grundsätzlich Kinder hervorbringen, und deswegen dürfen auch Männer und Frauen heiraten, die biologisch, vielleicht medizinisch nicht in der Lage sind, eine Familie zu gründen in diesem Sinne. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dann heiratest und es kommt erst nach der Heirat heraus, dass eine Frau nicht schwanger werden kann oder ein Mann zeugungsunfähig ist, tja, was macht man dann? Ist das möglicherweise moralisch problematisch, weil das nicht vorher schon offengelegt wurde? Das würde mich als Konsequenz interessieren. Oder wenn beide sich einfach dagegen entscheiden, weil sie beruflich sich weiterentwickeln wollen und einfach keine Lust auf Kinder haben. Wäre das dann eine Sünde in dem Zusammenhang, was natürlich auch, das wird hier nie thematisiert, das sind aber alles so wabernde Fragestellungen, die zu klären werden und die in solchen Videos eben dann leider nicht beantwortet werden. Wir schauen nochmal weiter. Wenn eine Ehe nur zwischen Mann und Frau existiert, welche Möglichkeit hat denn dann derjenige, der ein Mann ist und keine andere Frau möchte? Er möchte vielleicht einen anderen Mann. Er hat ja dann gar keine andere Möglichkeit, das auszuleben, was er sich wünscht. Nun, das ist richtig. Und das gilt für viele andere auch. Das gilt für meinen Freund, der gerne mal wieder ein Glas Whisky trinken würde, ganz genau so. Okay, hier haben wir wieder diesen verharmlosenden Vergleich. Er scheint jetzt auch
fertig zu sein mit seiner Definition von Familie. Also warum ist es in Deutschland nun erlaubt, dass auch homosexuelle Paare heiraten? Auch die ganzen Begriffe lösen sich ja mit der Zeit auf. Ja, was ist dann, also das Video heißt ja, aber es schadet doch niemand, Islam und LGBTQ, also auch queer, das bedeutet, es geht hier grundsätzlich um Menschen, die sich in gar kein Raster mehr einfügen lassen wollen oder einordnen lassen wollen, die eine non-binäre Identität haben. Somit lösen sich auch diese Begriffe hetero, Homosexualität im Grunde auf. Und das ist auch der Hintergrund der Gesetzgebung, dass man einfach sagt, wichtig ist, dass zwei Menschen zusammenkommen und in der Ehe Verantwortung füreinander übernehmen. Das ist eigentlich das Verständnis vor dem Gesetzgeber, vor dem Gesetz einer Ehe. Zwei Menschen kommen zusammen, unterschreiben einen Vertrag und übernehmen füreinander Verantwortung, ohne dass jedes Mal der Staat eingreifen müsste. Zum Beispiel finanzielle Verantwortung. Wenn einer der Ehepartner arbeitslos wird und nach einem Jahr in Hartz IV abrutschen würde, muss der Ehepartner, wenn er genug verdient, um beide zu versorgen, erstmal einspringen, bevor der Staat Hartz IV zahlt, zum Beispiel. Oder es gibt viele andere Bereiche. Wenn jemand plötzlich krank ist, ein bisschen versorgt werden muss. Es geht nicht darum, dass du verantwortlich bist, deinen Ehepartner Langzeit zu pflegen, das nicht. Aber natürlich alltägliche Beschwerlichkeiten, in denen du dich einfach gegenseitig unterstützt. Und das scheint sehr wichtig zu sein. Und auch, das ist auch eine Verbindlichkeit, die zwischen Eheleuten hier besteht. Also man ist auch verpflichtet, eine gewisse Grundversorgung mitzuleisten. Das ist der Hintergrund eigentlich, warum man dann sagt, wir schätzen als Staat eine Ehe wert. Man kann natürlich, gibt es auch Diskussionen, die sagen, wir können das Konzept der Ehe völlig abschaffen und privatisieren, zum Beispiel, dass Menschen einfach aus idealistischen Gründen der Öffentlichkeit zeigen wollen, dass sie in einer festen Verbindung sind und sie heiraten dann vor privaten Institutionen und dieser ganze Sonderstatus würde dann wegfallen. Solche Diskussionen gibt es auch. Aber aktuell ist hier auf jeden Fall der Stand eben, dass es darum geht, füreinander Verantwortung zu übernehmen und das ist erstmal völlig losgelöst von Kindern. Die spielen dabei im Grunde keine Rolle. Der Staat honoriert es zusätzlich. Wenn du Kinder hast, kriegst du weitere Steuerermäßigungen und so weiter. Aber ich meine auch kinderlos hat man gewisse Vorteile. Wie gesagt, könnt ihr das selbst mal googeln. Dazu braucht man jetzt keinen philosophischen Blick. Das ist einfach Faktenwissen, das du dir selbst zusammen googeln kannst. So, schauen wir nochmal hier weiter. Ja, jetzt kommt halt hier wieder, hat er gerade diesen Vergleich gebracht, dass eben alle im Islam verzichten müssen, auch diejenigen, die kein Schweinefleisch essen, sie verzichten auch auf Alkohol. Darauf bin ich vorher schon eingegangen. Ist ein völlig unadäquater Vergleich, der eigentlich beschämend ist, finde ich, als mein Urteil und die Menschen nicht ernst nimmt. Und sie kommen ja auch von jemandem, der offensichtlich nicht sich identifiziert außerhalb der heteronormalen Gesellschaft. Also er ist ein heterosexueller Mann mit drei Kindern, drei Söhnen, wird er irgendwann in dem Video auch noch sagen. Das gilt auch für diejenigen, die nicht unbedingt homosexuell sind, aber keine Möglichkeit für eine Ehe finden. Davon gibt es mehr als genug Menschen. Die haben alle exakt dasselbe Problem. Das betrifft nicht nur diejenigen. Ja, die haben alle exakt dasselbe Problem, dass sie keine Sexualität ausleben dürfen. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie trotzdem Sexualität haben außerhalb dieser Religion. Diese Religion schreibt es vor, dass es nur innerhalb der Ehe passieren darf und wir wissen eigentlich nicht, warum. Ja? Und wir wissen auch nicht, wie diese Menschen faktisch damit umgehen. Das würde mich mal interessieren. Bestimmt gibt es da auch Studien darüber. Aber er stellt das hier so lapidar dahin, als ob, ja, wir sitzen halt alle im selben Boot und wir leisten alle Verzichte und das ist jetzt keine große Nummer. Das sehen wir nicht. Das ist nicht so, dass alle, die keinen Sexualpartner haben, sich jeglicher Sexualität in der Praxis wirklich enthalten würden.
Ich weiß, ich müsste da jetzt vielleicht Belege anführen, aber das kann ich an der Stelle nicht. Aber wenn es euch interessiert, recherchiert doch selbst mal. Ich kann eine Fußnote einblenden mit einem guten Buch, das ich mal gelesen habe. Das heißt Das Kreuz mit der Kirche. Da geht es so ein bisschen als Beispiel um die Kirchengeschichte. Da wird auch der Zölibat behandelt und da werden auch etliche Belege angeführt dafür, dass die strikte Unterdrückung jeglicher Sexualität, auch der Masturbation, noch nie in der Praxis wirklich funktioniert hat. Es sei denn, du bist an sich vielleicht schon ein asexueller Mensch, es spielt in deinem Leben vielleicht keine große Rolle, das gibt es auch und ist auch legitim und möglich. Und man könnte die These aufstellen, dass traditionell eher Menschen, die eben nicht in die sexuelle Norm gepasst haben, dann eher Berufe gewählt haben, in denen das nicht so auffällt, wo keine Heirat vorgesehen ist und so weiter, keine Sexualität zwischen Mann und Frau vorgesehen ist, weswegen es Spekulationen gibt, vielleicht ist es auch belegt, dass Menschen, die sich solchen Gemeinschaften anschließen, in einem höheren, in einem statistisch höheren Maße homosexuell oder asexuell oder sonst andere Formen der Sexualität haben, die eben nicht in die Norm passt und wo es dann innerhalb dieser Gemeinschaft eben nicht auffällt, dass sie, wenn sie nicht heiraten, keine Kinder zeugen oder bekommen. Aber gut, am Ende schadet es doch keinem. Warum ist der Islam denn hier so strikt? Es schadet doch niemandem. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Also der Verweis auf den Schaden, das ist ja in der philosophischen Ethik ein sehr wichtiges Argument. Was sind die Auswirkungen außer einer Handlung? Es geht zurück auf den Utilitarismus von Jeremy Bentham, der abfragt, eine Handlung ist dann zu bevorzugen, wenn sie das Glück einer Gesellschaft insgesamt vermehrt oder das Leid mindert. Also die Folgen einer Handlung. Man würde sagen, das ist ein konsequenzialistisches Argumentieren, ein konsequenzialistischer Ansatz. Schadet meine Handlung irgendeiner anderen Lebensform? Ja? Würde man ganz allgemein sagen, um nicht nur jetzt Menschen zu berücksichtigen. Im Grunde geht es immer um Leidensfähige. Das ist so ein wichtiger Maßstab. Ein wichtiger Maßstab in der Diskussion um leidensfähige Wesen, vermehre ich das Leid, richte ich einen Schaden an durch meine Handlung, dann ist die Handlung moralisch zu verwerfen. Etwas abgekürzt gesagt und fördert es aber Lustgewinn meiner Handlung, dann ist dagegen nichts zu sagen, beziehungsweise die Handlung eher zu begrüßen. Und er stellt das jetzt in Frage gleich. Das sei einmal dahingestellt, ob es tatsächlich niemandem schadet. Aber nehmen wir es einmal an. Es schadet tatsächlich niemandem. Seit wann ist das der alleinige moralische Grundsatz für unser Handeln? Das gilt auch für viele andere Dinge auch. Das gilt zum Beispiel für viele Lügen, die erzählt werden. Die schaden nicht unbedingt einem anderen Menschen. Oder ich könnte es ja dann anders formulieren. Jede Lüge, die nicht direkt einem anderen schadet, ist okay. Es schadet ja niemandem. Oder Fremdgehen. Seit wann schadet denn Fremdgehen einem anderen? Ja, wenn man erwischt wird und der eine erfährt es dann, klar, das schadet ihm, das macht ihn traurig, das verletzt ihn, aber wenn er nicht erwischt wird. Ein Geschäftsmann, der in China unterwegs ist, keine Chance erwischt zu werden. Er schadet damit ja dann niemandem. Er würde niemandem schaden. So, das ist jetzt tatsächlich ein interessanter Punkt. Seit wann, sagt er, ist die Frage, ob es jemandem schadet, alleiniger Maßstab unseres Handelns? Und da bringt hier, ich habe jetzt eigentlich zwei Beispiele schon laufen lassen. Einmal geht er auf die Lüge ein, also er geht gleichzeitig davon aus, dass Lügen grundsätzlich problematisch ist. Das würden wir in der philosophischen Ethik so einfach nicht sagen, beziehungsweise würden wir es anders begründen. Erstens mal in der Praxis lügen wir ständig und das hat wahrscheinlich auch gute Gründe für die
für das soziale Miteinander. Ja, das sind oft kleine Lügen, wie gefällt dir mein neues Kleid? Ja, super, sieht toll aus. Du willst einfach Streit vermeiden und so weiter, obwohl es dir vielleicht gar nicht so gefällt. Wir machen das sehr häufig. Auch dazu gibt es etliche Studien, die zum Ergebnis haben, dass wir etliche Male jeden Tag kleine Lügen von uns geben. Die Welt könnte sehr kompliziert werden, wenn wir immer stringent die Wahrheit sagen, vielleicht. Jetzt gehen wir mal zu ernsthaften Lügen. Wenn wir hier uns darauf einigen, also die meisten von uns finden es natürlich problematisch, angelogen zu werden. Und die meisten von uns haben auch ein schlechtes Gewissen, in wichtigen Fragen jemanden anzulügen. Wichtig ist, warum ist das so? Welcher Maßstab liegt hier zugrunde? Und Lügen ist nicht, in der philosophischen Ethik ist Lügen nicht falsch, weil es falsch ist, sondern hier könnte man auf Kant Bezug nehmen. Kant würde sagen, eine Lüge widerspricht grundsätzlich dem Konzept des aufrichtigen Miteinander Umgehens. Es hängt mit dem Versprechen zusammen. Ja, wenn wir etwas abmachen, wenn Menschen aufeinandertreffen, in Konversation gehen, gehen wir davon aus, dass wir aufrichtig zueinander sind. Und vor allem, wenn wir etwas versprechen und es dann nicht einhalten, wäre das auch eine Lüge. Und er sagt, wenn wir offiziell sagen würden, das ist in Ordnung, zum Beispiel, weil wir uns einen Vorteil verschaffen wollen zu lügen, oder weil wir lügen, weil wir denken, unser Gegenüber verträgt die Wahrheit nicht, dann würden wir vorwegnehmen, was eine mögliche Folge für mein Gegenüber wäre, und das können wir gar nicht, so würde Kant argumentieren. Ich kann gar nicht selbst abschätzen, wie die Folgen für eine andere Person wären, und deswegen eigenmächtig entscheiden, einfach zu lügen. Wir können leicht falsch liegen damit, wir können es falsch einschätzen. Noch viel wichtiger ist aber, dass das Konzept des Versprechens, des verbindlichen Miteinanderumgehens sich selbst auflösen würde. Es wäre selbst widersprüchlich. Das heißt, wir können uns im Alltag gar nicht mehr vertrauen, sobald wir übereinkommen, zu sagen, es ist völlig okay, ich kann dich jederzeit anlügen, wenn ich das für richtig halte. Und das ist völlig okay. Wir würden dem nie alle einfach zustimmen, weil sich damit rein gedankenlogisch der Sinn unserer Kommunikation auflösen würde. Wir würden dann grundsätzlich nichts mehr für verbindlich nehmen können und somit hätten wir überhaupt keine Sicherheit im Umgang mehr. Obwohl es praktisch natürlich passiert, das ist aber nicht die Frage. Trotzdem verurteilen wir das mit Recht, aber der Punkt ist, weil es letztlich unserem Umgang miteinander schadet und nicht, weil Lügen an sich was Schlechtes sei. Wir begründen es also aus unserem Verstand heraus, aus unserer Lebenspraxis heraus, aus unserer Verstandeslogik heraus. Wir beziehen uns dabei nicht auf eine höhere Instanz, die uns einfach verboten hat zu lügen, aus irgendeinem Grund, den wir nicht nachvollziehen können. Also hier ist der Orientierungspunkt sehr wichtig. Der Maßstab ist begründet durch eigenes Nachdenken, weil es einfach nicht sinnvoll ist oder es widersprüchlich ist, in Kommunikation zu treten, die ja den Sinn hat, Informationen, verbindliche Informationen zu erhalten und gleichzeitig mitzudenken und in Kauf zu nehmen und völlig selbstverständlich in Kauf zu nehmen, ich kann auch jederzeit und völlig problemlos angelogen werden. Das löst sich einfach selbst auf. Das wäre der philosophische Hintergrund, warum wir Lügen eigentlich ablehnen würden. Nochmal, nicht weil es an sich und unbegründet schlecht sei oder sündig sei, sondern weil es im menschlichen Verkehr nicht zu Widersprüchen führt. Der zweite Punkt, das stimmt, wenn ich in China auf Geschäftsreise bin und dort in ein Bordell gehe und das nie meiner Freundin mitteile, dann kriegt sie das nie mit. Jedoch, wenn wir in einer Verbindung leben, die eine gewisse Exklusivität für uns hat, in der wir uns sagen, dass wir uns gegenseitig lieben und auch nur diesen Menschen lieben und uns vertrauensvoll auch darauf einigen, dass es nicht okay ist, betrogen zu werden, weil wir uns damit schlecht fühlen, dann ist es eine Übereinstimmung,
ein Aushandeln dieser beiden Personen, die in einer Beziehung leben. Man weiß einfach, dass die andere Person sich schlecht fühlen würde, wenn ich sie betrügen würde. Und daraus resultierend kann man ein schlechtes Gewissen erwarten, wenn ich fremd gehe in China, obwohl meine Freundin das nicht mitbekommt, wüsste ich, dass ich nicht in ihrem Sinne gehandelt habe oder so gehandelt habe, dass wenn sie es wüsste, es ihr wirklich schlecht gehen würde. Und das Problem hier ist auch, dass ich ihr die Entscheidungsfreiheit nehme. Wenn sie es nämlich wüsste, würde sie entscheiden, sich von mir zu trennen vielleicht. Ja? Und das möchte ich wieder nicht. Das heißt, ich hätte Angst vor den Folgen auch. Da spielen also doch wieder die Folgen eine Rolle. Und vor allem spielt eben eine Rolle, dass man gegen einen über einen vorausgesetzten Vertrag zwischen uns beiden widerspricht, dass man den bricht, obwohl man es nicht mit Unterschrift besiegelt hat. Aber wenn es eine monogame Beziehung ist und jeder da eine Beziehung führt, weiß grundsätzlich, was ist in unserer Beziehung der Maßstab. Uns ist der Wert der Treue sehr wichtig. Und wenn ich gegen den heimlich verstoße, dann widerspreche ich einfach unserer Übereinkunft. Also hier ist wieder der Maßstab wichtig. Es schadet unserem Vertrauen in der Beziehung. Das ist der wichtige Maßstab hier und deswegen wäre das Fremdgehen in China nicht in Ordnung, weil ich dann auch dem Beziehungspartner die Autonomie nehme, selbstständig zu entscheiden, wie sie damit umgeht oder er. Das ist ein ganz anderer Punkt, als wenn ich es einfach, wenn ich grundsätzlich sage, ich darf nur mit einer Person Sex haben und wann immer ich mit einer anderen Person auch Sex habe, ist das grundsätzlich verboten und darauf scheint er hier anzuspielen. Das ist er nicht so, darauf gehen wir gleich noch ein. Ach, das schadet keinem anderen Menschen, dann ist es automatisch okay. Das funktioniert nicht. Und das hat die Menschheit noch nie als allein den Grundsatz für ihre Moral genommen. Das würde uns auch weiterführen. Man könnte ja genauso argumentieren für eine Verbindung zwischen Bruder und Schwester. Okay, bevor wir dahin kommen, möchte ich doch noch was zur Sexualität sagen. In irgendeinem anderen Video spricht er von Swingerclubs und so weiter. Es schadet ja niemandem, sagt er. Und geht dabei selbstverständlich davon aus, dass es einfach falsch ist. Und es ist eben, wenn alle Beteiligten zustimmen und sich gut damit fühlen, gibt es tatsächlich keinen Grund, das abzulehnen, wenn sich die Menschen ausleben. Es gibt auch kein gesetzliches Verbot aus diesem Grund, weil der Bürger eben das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat. Das ist tatsächlich so. Und deswegen ist es auch, wenn ich in einer Beziehung fremd gehe, nicht vor dem Gesetz verwerflich. Also meine Freundin könnte mich dann nicht verklagen, weil ich natürlich das Recht habe, fremd zu gehen. Und meine Freundin kann natürlich auch, hat auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und kann dann sagen, ja, dann verlasse ich dich aber, weil es für mich einfach nicht okay ist. Das ist okay, jeder hat dann einen anderen Maßstab und dann muss man sich eben trennen. Aber wenn es auch für beide okay ist, mehrere Geschlechtspartner zu haben, dann ist da nichts Verwerfliches dran. Was soll da der Maßstab sein? Das kann nur eine höhere Instanz sein. Er bezieht sich natürlich dann auf eine religiöse Regel. Das ist die einzige Begründung. Wo man aber nicht weiß, warum die eigentlich so ist. Ja? Und es ist tatsächlich so, wenn es niemandem schadet und alle Beteiligten einverstanden sind, fällt mir kein Grund ein, warum das moralisch verwerflich sein sollte. Und jetzt kommt ein interessantes Beispiel, jetzt möchte er widerlegen, also dass eben die Konsequenz kein Maßstab sein kann, indem er jetzt sexuelle Beziehungen innerhalb von Familie als Beispiel nimmt. Schauen wir uns mal kurz an. Mutter und Sohn. Oder noch heikler, Vater und Tochter. Warum denn nicht? Das kann ich jetzt alles abkürzen. Für ihn ist es selbstverständlich, dass das natürlich moralisch ein Tabu ist und er widerlegt auch gleichzeitig, dass es nicht nur daran liegen kann, dass aus engen verwandtschaftlichen Beziehungen mit der Zeit das Erbgut oder die Wahrscheinlichkeit von Erbgutschädigungen bei der Vermehrung eben erhöht ist und
eben mit höherer Wahrscheinlichkeit wie sagt man heute, na, ich sage es mal etwas klassisch, eben behinderte Menschen hervorgehen können. Das Argument lehnt er ab. Er sagt, daran liegt es gar nicht, denn wir würden es auch ablehnen, wenn überhaupt keine Möglichkeit zur Schwangerschaft bestehen würde. Auch dann würden wir Sexualität zwischen Eltern und Kindern und innerhalb enger Verwandtschaft ablehnen. Und er geht davon aus, dass es selbstverständlich so ist. Und ich denke, dass auch die meisten der Zuschauer dem zustimmen würden, dass wir das ablehnen. Ja, der Punkt ist aber, dass das gar nicht so klar ist. Auch hier spielt die Konsequenz schon eine Rolle, denn wenn kein Leiden daraus hervorgeht, lässt sich das schwer begründen. Aktuell ist das auch tatsächlich verboten in Deutschland, innerhalb direkter Verwandtschaftslinien Sex zu haben, auch wenn keine Kinder daraus hervorgehen. Aber die Begründung ist nicht so leicht. Das zielt dann eher darauf ab, dass ein sehr großer Konsens herrscht, dass man das einfach als abstoßend empfindet. Es gibt aber durchaus eine politische Diskussion, denn die Fußnote oder den Link findet ihr in der Videobeschreibung zu Wikipedia. Da wird kurz zusammengefasst, welche Parteien da welche Positionen haben. Die sagen tatsächlich, solange alle Beteiligten erwachsen sind und frei entscheiden können, was sie tun und kein Abhängigkeitsverhältnis vorliegt, das ist natürlich immer Voraussetzung, dann wäre es auch ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung, wenn die engen Verwandtschaftsverhältnisse, wenn die Beteiligten das wollen, hat der Staat eigentlich kein Recht, da einzugreifen. Wie gesagt, ist das Gesetz aktuell anders. Es gibt aber immer Diskussionen und Bestrebungen, das möglicherweise zu ändern. Und die Begründung eben, wie gesagt, ist, dass es in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eingreift. In der Praxis ist es auch wohl tatsächlich so, dass zum Beispiel zwischen Geschwistern gibt es ja immer wieder irgendwas mal in der Presse, woraus dann sogar Kinder hervorgegangen sind. Es ist in der Praxis wohl eher so, dass man auch unabhängig vom Verwandtschaftsgrad eine Attraktivitätshemmung empfindet mit Menschen, mit denen man sehr eng in der Familie aufwächst, auch wenn keine Blutsverwandtschaft besteht. Und ich bin da jetzt nicht komplett drin, ich weiß nicht, welche Fälle es da alles gibt, aber was ich schon so in der Presse verfolgt habe, zwischen Geschwistern zum Beispiel ist der Hintergrund oft, dass die als Kleinkinder getrennt wurden und sich dann als Erwachsene wieder begegnen und sich dann eben nicht als so vertraut empfinden und sich dann eben ineinander verlieben und nichts dagegen tun können, gegen dieses Gefühl und sie halt ihr Glück darin sehen. Und darüber lässt sich tatsächlich diskutieren. Es ist zwar de facto in den meisten Ländern verboten, aber es ist nicht selbstverständlich, dass es verboten ist und es ist vor allem nicht selbstverständlich, dass die Konsequenz dabei keine Rolle spielen würde. Also wenn diese Verbindung keine negative Konsequenz für irgendjemanden hat, dann ist es sehr schwer zu begründen, das zu verbieten. Das ist tatsächlich so. Also sehr wichtig bei der ganzen Sache. Er geht hier auch, also die meisten, ich habe auch schon in Foren da ein bisschen mitdiskutiert, die meisten lehnen Sexualität innerhalb enger Verwandtschaftsverhältnisse aus dem Grund ab. Ich muss vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Also die meisten lehnen das grundsätzlich ab, aber sie argumentieren so, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, kranke Babys hervorzubringen, signifikant größer wäre. Und das stimmt tatsächlich, dass das keine Rolle spielt im Gesetz. Denn als Konsequenz müssten dann auch alle anderen Verhältnisse verboten werden, bei denen die Gefahr besteht, dass kranke Kinder hervorgehen. Und zwar schwerstkranke Kinder. Es gibt Paare, die bestimmte Erbschäden haben, oder Schäden im Erbgut haben, die gesund sind. Die Paare sind gesund, aber sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn bei beiden Paaren Gene zusammenfallen, rezessive Gene dann plötzlich zusammenkommen, dass dann die Nachkommen mit hoher Wahrscheinlichkeit
schwerst behindert sein können und nicht lebensfähig sein können. Es gibt Paare, bei denen die Konstellation so aussieht, dass die Wahrscheinlichkeit 50% beträgt. Und der Staat verbietet denen nicht, schwanger zu werden. Er verbietet ihnen nicht zu heiraten und er verbietet nicht, Sexualität zu haben. Im Gegenteil, meines Wissens ist die Rechtslage sogar in Deutschland so, dass diese Paare nicht sagen dürfen, wir hätten gerne ein Kind, aber wir würden es gerne kontrolliert machen. Das heißt, wir machen es über künstliche Befruchtung und über Präimplantationsdiagnostik. Das heißt, der Embryo wird vor dem Einpflanzen in die Gebärmutter untersucht, ob er genetisch gesund ist und erst dann wird er eingepflanzt in die Gebärmutter. Das ist nach meinem aktuellen Stand, es kann auch sein, dass es sich mittlerweile geändert hat, aber vor ein paar Jahren war es ganz sicher noch so, dass das in Deutschland verboten ist. Und zwar aus Gründen, weil man in Deutschland kein, also Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieses Selektieren eines Embryos aufgrund besonderer genetischer Merkmale, das erinnert uns zu sehr ans Dritte Reich, an die Selektionsverfahren im Dritten Reich und deswegen daraus mit auch abgeleitet, möchte man in Deutschland das nicht zulassen, dass man Embryonen vor Einpflanzen in die Gebärmutter schon untersucht und dann entscheidet, sie nicht einzupflanzen bzw. sie eben zu töten. Was kann denn jetzt der einzelne Mensch dafür? Ich bin halt einfach so. Ich bin so geschaffen worden. Ich bin so auf die Welt gekommen. Auch das sei einmal dahingestellt, ob das tatsächlich so ist. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass die Homosexualität tatsächlich genetisch vorgegeben ist. Aufgrund dessen, weil es schon Untersuchungen gab unter eineiigen Zwillingen. Und da passiert es tatsächlich, dass unter eineiigen Zwillingen, die ja genetisch völlig identisch sind, der eine vielleicht homosexuell ist und der andere nicht. Das ist auch sehr interessant, die Argumentation hier. Ich persönlich habe meine Zweifel, ob Homosexualität genetisch bedingt ist. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie Homosexualität bedingt ist. Erstens mal suggeriert das hier, dass es so eine unmoralische, freie Entscheidung sei, jetzt homosexuell zu sein, weil man es irgendwie als cool empfindet oder so. Dieser Verweis auf diese Zwillingsstudie, die kenne ich nicht, das müsste man sich mal genau angucken. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, wie Homosexualität begründet ist, was die Ursache dafür ist. Nach meinem Kenntnisstand ist es irgendeine Mischung aus genetischer Anlage und Umweltbedingungen schon während der Entwicklung im Mutterleib durch den Hormoncocktail, den ein Embryo ausgesetzt ist. Es mögen noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Auch wenn man die noch nicht alle kennt, spielt es keine Rolle, warum ein Mensch homosexuell ist. Wenn er diese Neigung verspürt und sagt, so bin ich auf die Welt gekommen, dann ist das einfach so. Und auch wenn das erst im Laufe seiner ersten 10 Lebensjahre irgendwie durch Umwelteinflüsse akquiriert hat, spielt es keine Rolle. Ein Mensch hat seine sexuelle Präferenz, seine sexuelle Neigung, Punkt. Und damit muss ein Mensch umgehen. Und jeder Mensch strebt natürlich danach, sich zu entfalten, ein glückliches Leben zu führen, mit in einer Partnerschaft. Die meisten Menschen wollen in einer Partnerschaft leben. Wenn sie es nicht wollen, ist aber auch völlig in Ordnung, weil es da keine negativen Folgen hat. Und wenn sie es wollen, mit jemandem des gleichen Geschlechts, wie gesagt, ist bereits der Begriff des Geschlechts löst sich ja mit der Zeit auf. Und das ist das Video, ich betone es nochmal, da heißt ja Islam und LGBTQ. Was ist das Geschlecht? Ab wann darf ich Sex mit einem Menschen haben? Wer bestimmt, ob mein Gegenüber nun männlich, weiblich oder irgendwo in dem Übergang dazwischen sich befindet? Es ergibt immer weniger Sinn, diese Diskussion. Also auch das halte ich für hochproblematisch, hier Menschen vorschreiben zu wollen, ob sie aus den richtigen Gründen homosexuell sind. Das spielt einfach keine Rolle. Das würde ja genauso gelten für meinen Freund, der gerne Whisky trinkt. Er ist halt jetzt auch einfach so. Ob er so geboren wurde oder nicht so geboren wurde, was macht das überhaupt für einen Unterschied? Er möchte das halt gerne machen. Das gilt im Übrigen für alle möglichen anderen Dinge. Das gilt für viele Dinge, die moralisch verwerflich sind, die stecken in uns Menschen drin. Wir würden sie gerne machen. Wir sind so auf die Welt gekommen. Das gilt doch nicht nur dafür.
Das gilt für tausend andere Dinge. Es stimmt, es gibt viele Dinge, die stecken in uns drin und sind vielleicht moralisch verwerflich. Du kannst durch Lebensumstände in deiner Kindheit einen tiefen Hass in dir spüren und Mordlust und so weiter, und du entwickelst einfach eine Biografie und begehst Straftaten. Und das ist moralisch verwerflich aus dem Grund, dass du anderen schadest. Hier sind wir wieder bei den Folgen. Und wenn du nun mal aus irgendeinem Grund eine homosexuelle Persönlichkeit hast oder eben eine sexuelle Präferenz hast, die nicht in das Regelwerk dieser Religion passt, dann hast du diese halt. Und wenn du niemandem damit schadest, ist es auch aus gutem Grund nicht gesetzlich verboten. Dann sehe ich kein Problem darin. Und du kannst auch nicht sagen, es ist dann moralisch verwerflich, beziehungsweise wenn du behauptest, es ist moralisch verwerflich, dann musst du es gut begründen können. Ich bin halt als Mensch einfach so. Wenn man das, sag ich mal, als moralischen Grundsatz sieht, hey, ich kann nichts mehr gegen eine Sache sagen, denn ich bin einfach so als Mensch. Ich bin so auf die Welt gekommen. Das macht es aber extrem heikel. Klar macht es das heikel. Ich kann nicht sagen, ich bin nun mal so auf die Welt gekommen und deswegen ist mein Handeln immer in Ordnung, weil es dem entspricht, wie ich auf die Welt gekommen bin. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen hauptsächlich auf die Folgen unserer Handlung schauen. Also darauf geht er jetzt gar nicht mehr ein. Natürlich ist nicht jedes Handeln, nur weil es meinem angeblich nur naturell entspricht, deswegen schon gut. Das ist auch ein Fehlschluss. Es gibt manchmal Argumente, die werden einfach nur so gesagt, und die Art, wie man sie sagt, die erzeugt den Eindruck, es wäre ein starkes Argument, aber das ist es überhaupt gar nicht. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Ich glaube allerdings auch, dass wir Muslime heutzutage manchmal dazu neigen, dass wir einen größeren Film daraus machen, als es eigentlich ist. Allen voran, wenn einer von unseren Geschwistern zu uns kommt und sagt, er ist homosexuell. Oh, dann gehen die Alarmglocken los. Ist das nicht alleine schon eine Sünde? Darf ich überhaupt noch mit ihm reden? Darf ich ihn noch anschauen? Muss ich nicht immer 50 Meter Abstand von ihm halten? Etc. Ja, das ist auch sehr interessant. Wir Muslime machen aus Homosexualität oft einen größeren Film, als es eigentlich ist. Das ist jetzt auch sehr verharmlosend. Einerseits gibt er sich hier sehr liberal, natürlich bist du willkommen bei uns und so weiter, mit der Einschränkung, du darfst eben nie deine Sexualität ausleben. Und das wird dann, haben wir am Anfang gesehen, verharmlosend begründet damit, ja, das, ich darf ja auch kein Schweinefleisch essen und mein konvertierter Freund darf keinen Whisky mehr trinken. Und so wird das einfach in einen Bereich überführt, der völlig verharmlost ist und eben nicht beachtet, was homosexuelle Menschen tatsächlich für Kämpfe in sich führen müssten, wenn sie tatsächlich die Entscheidung treffen, lebenslang keine Sexualität zu leben, auch keine Masturbation, und lebenslang eben nicht mit einem anderen Menschen in einer Partnerschaft leben können, die sie glücklich machen würde. Das ist ein großes Ding, ja, also das ist schon ein großer Film, würde ich sagen. Und da kommt jetzt in einem so toleranten Gewand daher, das ich wirklich für gefährlich halte. Also das Video wirkt so liberal, so einfach gar keine große Sache. Wir enthalten uns die ganze Zeit irgendwelcher Dinge. Und vor allem ist es ja kein Problem. Du kannst dir ja gerne schwere Regeln auferlegen. Dagegen sagt auch niemand was, wenn du das selbst entscheidest. Und wenn ich als erwachsener Mensch entscheide, in eine Religion einzutreten und, falls ich homosexuell bin, mit der Konsequenz, dass ich das dann nicht ausleben darf, ist es auch völlig in Ordnung. Ist halt dann meine Entscheidung. Aber was ist mit den Nachkommen? Was ist, wenn Kinder in diese Religion hineingeboren werden und sie stellen an sich fest, dass sie eine Vorstellung vom Leben haben, das muss ich nicht nur auf ihre sexuelle Präferenz beziehen, die nicht regelkonform ist. Wie geht man damit um? Das ist das Spannende. Das wird in diesem Video leider nicht gesagt. Ich weiß von anderen Religionsgemeinschaften,
dass die Konsequenz sein kann, dass Kinder ausgeschlossen werden, jeglicher Kontakt abgebrochen wird, dass Gewalt ausgeübt wird, dass Mobbing in den Kreisen ausgeübt wird, in den Gemeinschaften ausgeübt wird und so weiter. Das wäre der interessante Punkt. Ich finde, die Qualität einer Glaubensgemeinschaft kann man immer am Umgang mit ihren Abtrünnigen ablesen. So, wichtig ist aber jetzt die Argumentation, wie er die moralische Verwerflichkeit homosexueller Praxis begründet. Und die ist extrem spannend. Die schauen wir uns noch an. Ganz grob betrachtet gab es mal diesen Konsens in der Menschheit. Sexualität ist etwas, was in eine Ehe gehört. Mann und Frau kommen zusammen und gründen eine Familie. Das war die Idee dahinter. Gut, da haben wir es gehört. Er bezieht sich noch nicht mal jetzt auf einen religiösen Grundsatz. Er sagt, es war schon immer ein Konsens in allen Gesellschaften der Welt. Sexualität ist etwas, das in eine Ehe gehört. Punkt. Ja, und das ist die Begründung jetzt, warum Homosexualität nicht erlaubt ist. Über dieses Argument, zu diesem Argument, es war schon immer so, haben wir ja schon gesprochen, und dass natürlich es, dass sich jetzt im Kreis dreht und alles an diesem Verständnis von Ehe hängt zur Gründung einer Familie mit Kindern. Ja, das ist einfach wenig überzeugend, und es lässt vor allem den Bezug zum persönlichen Glück völlig außer Acht. Also das Bezugssystem ist hier ein außenliegendes. Also er hat jetzt hier nicht religiös argumentiert, oder ich habe die Stelle übersprungen. Wichtig ist in der philosophischen Ethik, dass der Bezugspunkt eigentlich ein Bezugspunkt innerhalb der menschlichen Vernunft ist. Es kann kein Bezugspunkt außerhalb der Betroffenen gerechtfertigt werden, einfach weil es die Gesellschaft ablehnt und so weiter. Es gibt ja alles Mögliche, was die Gesellschaft ablehnen würde, was höchst schädlich für das Individuum ist. Und deswegen bemühen wir uns in der modernen Ethik, unser Handeln auch moralisch verwerflich ist oder einen moralischen Bezugspunkt, der bestimmte Handlungen untersagen würde, vernünftig zu begründen. Und zwar nicht mit Bezug auf gesellschaftlichen, unreflektierten Konsens und so weiter. Das würden wir sagen, ist halt so bei uns. Es ist gerade das Wesen des vernünftigen Menschen, das kritisch zu reflektieren und eine Gesellschaft in ihren Grundrechten auch weiterzuentwickeln. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, also ich rechne jetzt auch schon mit sehr kritischen Stimmen, aber ich bin einfach mal gespannt und beobachte mal. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mit einem ähnlichen Video. Also er hat auf jeden Fall mindestens 3 Folgevideos schon zu diesem, als Reaktion auf die Reaktion zu diesem Video gedreht. Dazu lässt sich natürlich auch was sagen. Erstaunlicherweise sehe ich unter dem Video in den Kommentaren, könnt ihr ja dann selbst mal gucken, die allermeisten sind sehr positive Kommentare. Also er wird hier als sehr aufgeklärt, klug dargestellt, und die Menschen freuen sich, dass sie endlich differenziert etwas zu diesem Thema gehört haben. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, und das war es jetzt aber wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.